Bei uns sind seit Wochen keine Intensivbetten frei. Wir machen Betten frei, wenn ein Patient auf die Intensivstation muss. Aber alle Betten sind, wenn sie verfügbar sind und betrieben werden können, belegt. Wir sind auch schon in der Situation, dass wir tatsächlich den ganzen Tag koordinieren, telefonieren, wie wir Patienten in Thüringen zentral verteilen und auch im Gespräch mit anderen Bundesländern. Also wir werden wieder wie um den Jahreswechsel sehr bald in die Situation kommen, dass wir Patienten aus Thüringen in andere Bundesländer verlegen werden müssen. Und wenn Sie davon sprechen, Betten werden freigemacht, da auch die Frage an Sie, wie machen Sie das, wenn wir eigentlich hören, es sind ja gar keine frei? Wie schaffen Sie das? Ja, es gibt sogenannte Step-Down-Betten, Intermediate-Care-Betten. Wir werden dann immer die Patienten, die am besten sind, die nicht mehr beatmet sind, die von der Kreislauffunktion so weit stabil sind, dass sie nur noch überwacht werden müssen, in Überwachungsbereiche verlegen und dann halt entsprechend schwerer Kranke auf die Intensivstation aufnehmen. Also ich höre, Sie priorisieren ja jetzt schon irgendwie ein bisschen Ihre Hilfeleistung und auch nach Kapazität und Arbeitskraft. Kann man da jetzt schon von der Triage sprechen, der sogenannten, oder ist das noch zu früh? In der echten Triage-Situation sind wir nicht. Ich befürchte allerdings, dass ich mit meiner 30-jährigen Berufserfahrung in der Intensivmedizin das zum ersten Mal erleben werden könnte. Es ist aktuell so, dass wir in der Intensivmedizin in einer exponentiellen Wachstumsfunktion bei den belegten Betten sind. Wir nehmen jeden Tag in Thüringen der Größenordnung zwischen 6 und 10 Patienten auf. Und die Verweildauer ist zwischen 2 und 3 Wochen. Dann muss man einfach extrapolieren und man sieht also auch, was wir in den letzten Tagen gesehen haben. Die Wachstumsfunktion ist bedrohlich und wir haben aktuell ein Drittel aller Intensivbetten in Thüringen mit Covid-Patienten belegt, die wir betreiben können. Das heißt aber auch, es gibt Regionen, wo 70 bis 80% der Patienten Corona-Patienten sind auf der Intensivstation. Wir übernehmen aus ganz Thüringen Patienten. Wir wollten heute einen Patienten aus Meiningen übernehmen, konnten allerdings nicht mit dem Hubschrauber die Verlegung organisieren, weil Nebel im Thüringer Wald war. Also es sind schon wirklich auch weite Strecken, die wir hier zurücklegen müssen, um die Patienten adäquat zu versorgen. Vielleicht muss ich hier auch mal kurz aufgreifen. Es gibt ein paar im Stream, die behaupten, dass viele Patienten auch aus dem Ausland behandelt würden. Könnten Sie das vielleicht mal aufgreifen und uns vielleicht mal berichten, wer also bei Ihnen dort auf Station liegt, in den Ja. Intensivbetten? Da gab es auch übrigens die Frage, wie alt die Patientinnen und Patienten denn seien. Ja, also die Fragen kann ich sehr gerne beantworten. Also es gab eine Anfrage vor etwa 10 Tagen an das RKI, inwieweit wir bereit sind, Patienten aus Rumänien oder aus Slowenien zu übernehmen. Ich habe für Thüringen hier absagen müssen, obwohl ich der Meinung bin, dass wir gut beraten sind, solidarisch zu handeln. Wir haben eben gehört, dass aus Bayern Patienten nach Italien gehen. Wir kommen langsam, aber sicher in die Situation, dass wir solche Ausgleichsmechanismen nutzen müssen. Und Solidarität funktioniert immer in beide Richtungen. Das RKI hat aber Thüringen auch in Anbetracht der Belegungssituation auf den Thüringer Intensivstationen nicht als Zielort gewählt. Die Situation ist in den alten Bundesländern und insbesondere auch im Nordwesten der Republik noch entspannter. Und diese Kliniken haben hier primär auch Patienten aus Rumänien übernommen. Das ging auch über eine überschaubare Anzahl von Patienten. Also wir sprechen hier von 18 Patienten. Aber zum Beispiel hilft die Bundeswehr in anderen europäischen Ländern bereits, gerade in Osteuropa, auf den Intensivstationen aus. Auch wir waren um den Jahreswechsel dankbar um die Hilfe durch die Bundeswehr, auch auf unserer Intensivstation. Und es ist durchaus denkbar, dass wir auch auf diese Ressource wieder zurückgreifen müssen. Bezüglich des Alters der Patienten kann ich Ihnen sagen, dass das Maximum der Patienten, das jetzt bei uns auf der Intensivstation behandelt wird, im Zeitfenster oder im Altersbereich 50 bis 70 Jahre alt ist.
Wir haben eine 29-jährige Patientin auf Station und wir haben einen 83-jährigen Patienten auf der Station. Aber das Gros der Patienten ist zwischen 50 und 70. Und auch die Frage an Sie, die ich schon an die Kollegen aus Bayern gestellt habe, weil das kam auch immer wieder in den Fragen, wie sieht es denn da aus mit dem Verhältnis geimpft, nicht geimpft? Jetzt ist auch die Impfquote in Thüringen eher niedrig. Wie sieht es da aus? Sie waren heute Morgen noch bei der Visite. Ja, also heute Morgen bei der Visite habe ich zwei geimpfte Patienten mit Impfdurchbrüchen gesehen und 15 nicht geimpfte Patienten. Ich kann aber auch noch mal, was Herr Spinner gesagt hat, nur bestätigen: Die Verläufe bei Impfdurchbrüchen sind milder bezüglich der Lungenbeteiligung als bei Ungeimpften. Und es ist eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Es sind Patienten mit schweren Begleiterkrankungen, die hier eine nur unzureichende Impfantwort aufbauen können. Zum Beispiel Patienten mit bösartigen Tumoren, gerade solche des blutbildenden Systems, oder Patienten mit einer Immunsuppression. Wir haben Patienten, die zum Beispiel organtransplantiert sind, dann kann aufgrund der Immunsuppression die Impfantwort nicht in der Weise ausfallen. Ich habe in meiner ganzen Erfahrung bei über 370 Patienten, die wir auf der Intensivstation mittlerweile behandelt haben, hier im Klinikum, noch keinen in ansonsten gesunden Patienten gesehen, der nach einer Impfung einen Impfdurchbruch hatte mit Lungenversagen. Wie gehen Sie und Ihr Team damit um, wenn Sie jetzt quasi in eine Situation kommen, wo der Großteil der Menschen in den Intensivbetten nicht geimpft ist? Macht das Frust bei den Kolleginnen und Kollegen? Wie geht es Ihnen damit? Ja, man muss als Pflegekraft, als Mediziner in der Lage sein, hier auch sich frei zu machen von weltanschaulichen Betrachtungen. Es ist trotzdem ermüdend und vor allen Dingen ist es halt auch ethisch, so wie sich die Situation auch in Thüringen entwickelt, eine echte Zwickmühle, wie man in den nächsten Tagen und Wochen mit der Situation umgeht. Der Deutsche Ethikrat hat unter anderem auch schon durchaus solche Erwägungen wie den Impfstatus hier auch einfließen zu lassen in die Entscheidungen durchaus diskutiert. Gott sei Dank sind wir noch nicht in dieser Situation. Noch können wir über Ausgleich mit anderen Bundesländern nachdenken. Nur bei ungebremster Entwicklung, und deswegen hoffe ich sehr, dass die 2G-Regel auch konsequent umgesetzt und kontrolliert wird. Ohne dass wir diese Welle brechen, werden wir in eine Situation kommen, wo wir ganz schwierige Entscheidungen treffen müssen, die ich in 30 Jahren Intensivmedizin noch nicht treffen musste. Ulrike bei YouTube fragt, Sie haben es gerade angesprochen, die 2G-Regeln. Ulrike bei YouTube fragt sich, welche Maßnahmen wären notwendig, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken? Reicht 2G, 2G Plus denn aus? Und da auch noch anschließend auch die Frage von Dennis Lange, der sich fragt, was können denn Bürger tun, ganz konkret, was für Maßnahmen, damit sie der Krankenhausbelegschaft helfen können? Also ganz konkret, der wissenschaftliche Beirat der Landesregierung in Thüringen empfiehlt 2G plus Maske. So steht es auch in der Verordnung des Landes drin. Das heißt, auch Geimpfte können den Virus weitergeben. Also ich glaube, dass wir uns an 2G plus Maske gewöhnen müssen für die nächsten Wochen. Wir sollten große Veranstaltungen, die zu Superspreading-Events werden können. Wir kennen das aus Ischgl, wir kennen es aus Heinsberg, aus Gangelt. Karnevalsveranstaltungen können zu absoluten Superspreading-Events werden. Also auch da sollte man einfach mit einer gewissen Bereitschaft auch zur Reduktion solcher Events und Ereignisse sich wappnen. Und nochmal der Appell: Es ist ganz klar, Impfung ist der Weg aus der Krise. Auch wir haben Limits bei der Verfügbarkeit von Impfstoff. Wir haben mehr Personal in den Kliniken.
die geimpft, geboostert werden möchten, weil sie jeden Tag mit solchen Patienten zu tun haben. Als wir momentan Impfslots anbieten können für unser Personal, daran arbeiten wir mit Hochdruck. Aber Impfen ist der Weg aus der Krise und bis dahin Reduktion der Kontakte, 2G und Maske. Das sind die akuten Möglichkeiten, die wir haben. Und natürlich jetzt auch für uns akut der Bedarf, auf die Solidarität anderer Bundesländer auch zurückzugreifen. Und Sie haben natürlich jetzt als die Menschen, die da unmittelbar ganz nah dran sind, nicht die Möglichkeit, sich da irgendwie zurückzuziehen. Sie sind dem Ganzen ja unmittelbar ausgesetzt. Wie schaffen Sie es denn, Ihre Belegschaft da ehrlicherweise auch noch zu motivieren, jetzt im zweiten Corona-Jahr da wirklich dabei zu bleiben? Ja, also wir sind in der glücklichen Situation, zwei Psychologinnen auf der Station zu haben, die ganz engagiert sich um die Belange der Angehörigen unserer Patienten kümmern, aber auch um das Personal. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Hilfe, dass man, wenn man überlastet ist, sich an professionelle Hilfe wenden kann. Wir haben auf der anderen Seite auch eine Zunahme des Krankenstands im pflegerischen, im ärztlichen Personal. Das ist eine extreme Belastungssituation, die jetzt schon so lange anhält und die verlässliche Einhaltung von bestimmten Spielregeln, auch die Möglichkeit, die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung einzuhalten, auch wenn das wehtut, die Betten zu sperren und dann halt ganz konsequent zwischen Kliniken Patienten zu verteilen. Das sind aktuell wirklich wichtige Strategien, die das Schlimmste verhindern. Ich schaue noch mal in die Kommentare. Es gibt sicher auch noch einige Fragen an Sie. Ich hatte auch einen Kommentar gesehen, der ist mir vorhin durchgerutscht. Da auf jeden Fall sprach man Ihnen Dank aus, allen medizinischen Kräften. Das will ich natürlich weitergeben, auch wenn ich leider nicht mehr finde, wer es geschrieben hat. Aber jetzt noch mal zu euren Meinungen und Fragen. Es gab hier noch ein bisschen allgemeine Fragen und ich suche mich hier durch. Also es gab auch noch mal hier eine Frage von SIF-Player bei YouTube, der sich fragt, warum kommen unsere Intensivbetten eigentlich an die Belastungsgrenze bei einer Inzidenz zwischen 250 und 300, während in Großbritannien seit Wochen die Inzidenz um die 400 liegt und ich dort nichts von Triage höre. Also warum sind bei uns denn die Intensivbetten an der Belastungsgrenze? Also ich kann Ihnen ganz sicher sagen, und ich habe sehr gute Einblicke ins englische System. Mein Bruder ist seit über 20 Jahren in England als Arzt tätig. Ich habe gute Freunde in London. Sie kommen in England überhaupt nicht in Altersklassen, in denen bei uns noch Intensivbehandlung selbstverständlich erfolgt, auf eine Intensivstation in England. Die Wartezeiten in England auf eine Operation, zum Beispiel auf eine planbare Operation, werden momentan im täglich zunehmendem Maße nach hinten verschoben, ganz extrem. In London können Sie unter Umständen 12, 14, 16 Stunden in einem Rettungswagen warten, bevor Sie in ein Krankenhaus kommen. Also zu glauben, dass in England, wo es Altersgrenzen gibt, wann noch eine Dialysebehandlung begonnen wird etc., dass dort nicht triagiert wird, ist einfach Unwissenheit oder mangelnde Kommunikation. ECMO-Therapien werden dort oft schon bei Altersklasse 45 oder 50 Jahre abgebrochen. Das heißt, nur bis 45 oder 50 können Sie in einzelnen Kliniken diese Therapien kriegen. In Deutschland können Sie auch mit höherem Alter noch mit einer maximalen Therapie rechnen. Es ist wirklich nicht so, dass es in England keine Triage gibt, sondern in England ist die Triage ein täglicher Standard. Es gibt noch mehr Fragen. Jessica May D. fragt, wie ist es möglich, dass wir höhere Zahlen mit Impfung haben als letztes Jahr ohne Impfung? Ja, das ist ganz einfach eine Frage der Statistik. Wenn Sie in dem Maße, wie wir aktuell Kontakte haben, und da können sich jeder selbst an die eigene Nase fassen und sich auch mal
umgucken. Wir haben voriges Jahr um die gleiche Zeit viel, viel weniger Kontakte gehabt, als wir es dieses Jahr haben. Wenn Sie jetzt in eine Bahn sich setzen, in den ICE, diese vollen Züge, die gab es voriges Jahr um diese Zeit nicht. Wenn Sie gucken, wie man sich trifft, in Restaurants zusammentrifft, wie man in den entsprechenden sozialen Kontakten wieder normal unterwegs ist, dann ist das ein ganz großer Verdienst der Impfung. Also man sollte das auch nicht kleinreden. Und Sie sehen es halt auch, wenn Sie die individuelle Korrelation zwischen Impfquote und Belegung der Intensivstationen innerhalb deutscher Bundesländer oder auch zwischen europäischen Ländern, das haben wir in Ihrem Bericht ja auch gesehen, vergleichen, dann ist der Zusammenhang eindeutig. Ich habe hier noch zwei Fragen, die kann ich auch gut zusammenfassen. Hier wird so ein bisschen die Frage gestellt, was ist mit den Bundeswehrkrankenhäusern und was ist auch mit Zivildienstleistenden, ob die nicht als Helfer herangezogen werden könnten, um sie zu unterstützen. Ja, wir mobilisieren aktuell auch wieder Mann und Maus. Man darf das System nur nicht überstrapazieren. Wir können nicht einfach sagen, durch mehr Personal, das wir irgendwoher mobilisieren, können wir die komplette Einschränkung dieser Infektionen ersetzen. Sie dürfen auch nicht vergessen, wer bei uns auf der Intensivstation behandelt wird. Der hat ein ganz hohes Maß an Leid und an Belastung auch zu ertragen. Wir haben eine Sterblichkeit in der Größenordnung von 30 bis 50% bei diesen Patienten. Viele Patienten, die nach Wochen oder Monaten auf der Intensivstation nach Hause gehen, sind nicht mehr die Alten. Sie haben von Long-Covid gehört, sicher alle. Es gibt persistierende Probleme. Es gibt einfach schwere Folgezustände. Man sollte nicht glauben, dass die Infektion, wenn man nur genug Intensivbetten hat, etwas ist, was man einfach so zur Kenntnis nehmen kann. Das ist eine sehr große Belastung für die Patienten und es ist mitnichten so, dass das also spurlos an einem vorbeigeht, wenn man die Erkrankung überlebt.